Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute Mothershipton. Prophezeiungen aus dem 16. Jahrhundert. Mothershipton, Ursula Sosshill, wurde 1488 in einer Höhle in Knaresborough, Yorkshire, England geboren. Sie bekam ihre Gabe, die Zukunft vorherzusehen, im Alter von 24. Ihre Weissagungen, typisch für diese Zeit, wurden in Rätseln gemacht, oft in Versen. Sie starb 1561. Mothershipton machte eine Prophezeiung über das Ende der Welt. Die Welt wird enden, wenn die hohe Brücke das dritte Mal gefallen ist. Die hohe Brücke in Knaresborough, rechts des Haupteinganges von Mothershiptons Höhle, fiel bis jetzt zweimal. Und nun ein Wort in ungehobeltem Reim davon, was in der Zukunft sein wird. Dann wird die Welt verkehrt herum sein und Gold gefunden an den Baumwurzeln. Alle Söhne Englands, die das Land pflügen, werden gesehen mit Buch in der Hand. Der Arme wird große Weisheit haben. Große Häuser stehen in fernen Tälern, alles bedeckt mit Schnee und Hagel. Ein Fuhrwerk ohne Pferd wird gehen, Unheil füllt die Welt mit Weh. In Londons Primrose Hill wird sein, im Zentrum gehalten, ein Bischofssitz. Rund um die Welt werden der Menschen Gedanken fliegen, schnell wie ein Augenblick. Wasser wird große Wunder tun, wie seltsam, und doch wird es wahr werden. Durch turmhohe Hügel stolze Menschen reiten, kein Pferd oder Esel geht an ihrer Seite. Unter Wasser werden Menschen gehen, werden reiten, schlafen, werden erzählen, und in der Luft werden Menschen gesehen. In Weiß und Schwarz und sogar Grün. Ein großer Mann wird kommen und gehen. Die Vorausschau sagt es so. In Wasser, Eisen, dann schwimmen wird, so leicht wie ein Holzboot. Gold wird gesehen in Bach und Stein, in einem noch unbekannten Land. Und England wird einen Juden zulassen. Du glaubst es nicht, aber es ist wahr. Der Jude, der einmal verachtet war, wird dann von einem Christen geboren. Ein Haus aus Glas wird kommen. In England aber leider, leider, ein Krieg wird folgen mit dem Werk, wo Heide und Türke sich aufhalten. Diese Staaten werden den wildesten Streit verursachen, sich gegenseitig zu töten. Wenn Norden, so teilen wir den Süden. Und Adler bauen im Löwenmaul. Dann Steuer und Blut und grausamer Krieg wird kommen zu jeder kleinen Tür. Dreimal wird lieblich sonniges Frankreich ein blutiges Tänzlein führen. Bevor die Leute frei sein werden, werden sie drei Tyrannenherrscher sehen. Drei Herrscher in Folge sind entsprungen von verschiedenen Dynastien. Dann, wenn der wilde Streit vorbei ist, werden England und Frankreich wieder eins sein. Die britische Olive wird als nächstes sich dann umranken in Heirat mit einer deutschen Rebe. Menschen gehen unter und über Wasser, sich ihre wunderbaren Träume erfüllen. In diesen wunderlichen fernen Tagen. Die Frau wird eine Verrücktheit annehmen, angezogen wie Männer mit langen Hosen. Und abgeschnitten ihre Haarlocken. Sie reiten breitbeinig mit frecher Miene, wie Hexen jetzt auf ihrem Besenstiel. Und brüllende Monster mit Menschen darauf. Sie scheinen zu essen das grüne Getreide. Menschen werden fliegen, wie Vögel es tun, und geben auf das Pferd und Flug. Da wird ein Zeichen sein für alle zu sehen. Sei sicher, dass es kommen wird. Dann wird Liebe sterben, Hochzeit hört auf, Nationen vermindern sich wie Babys auch. Weiber werden Hunde und Katzen hätscheln und viele Menschen leben wie Schweine. 926.020 leichte Häuser gebaut aus Stroh und Stöcken. Dann werden mächtige Kriege geplant, Feuer und Schwert das Land ausfegen. Wenn Bilder zu leben scheinen, in freier Bewegung, wenn Boote wie Fische schwimmen unter der See, wenn Menschen wie Vögel den Himmel durchjagen,
dann wird die halbe Welt tief in Blut getränkt sterben. Die, die das Jahrhundert durchleben, werden das in Furcht und Zittern tun. Flieh in die Berge und in Nebel, in Sumpf und Wald und wildes Moor. Stürme toben und Ozeane brüllen, wenn Gabriel an See und Küste steht. Und als er in sein Horn bläst, sterben alte Welten, neue werden geboren. Ein feurigen Drachen wird den Himmel kreuzen, sechsmal bevor diese Erde sterben wird. Menschheit wird zittern und sich fürchten, wegen des sechsten Boten dieser Vorschau. In 7 Tagen und 7 Nächten, der Mensch diesen furchtbaren Anblick sieht. Die Gezeiten werden übersteigen, über ihre Küsten, und dann werden die Berge anfangen zu dröhnen. Und Erdbeben spalten die Ebene zur Küste. Und einstürzende Wasserfluten werden das Land überfluten mit solchem Getöse, dass Menschen kauern in schlammigem Moor und knurren wegen ihrer Gefährten. Sie fletschen die Zähne, kämpfen und töten und verstecken heimlich Essen in geheimen Bergen, und böse in ihrer Angst lügen sie, töten Plünderer, Diebe und Spione. Menschen fliehen, die Fluten voreinsetzen, und töten und schänden und liegen im Blut. Und Blut vergießen durch Menschenhand wird viele Länder beflecken. Und als der Drachenschweif vorbei ist, vergisst der Mensch und lacht und macht weiter wie bisher. Zu spät, weil die Menschheit sich ihr Verderben verdient hat. Sein aufgesetztes Lächeln, seine falsche Größe wird den Ärger der Götter anstacheln. Und sie werden den Drachen zurückschicken, den Himmel zu erleuchten. Sein Schweif wird krachen auf die Erde und sie aufreißen. Der Mensch wird fliehen, König, Herr und Sklave. Aber langsam suchen sie die wenigen Wasserstellen, und Menschen werden vorher verdursten. Die Ozeane steigen über die Ufer. Land wird aufs Neue brechen und aufreißen. Du glaubst es nicht, es wird wahr werden. Und in einem fernen Land einige Menschen, oh solch kleiner Trupp, werden ihren festen Berg verlassen und umspannen die Erde dieses Wenigen. Die überleben das, und dann beginnt die Menschenrasse noch einmal. Doch nicht das Land, das schon da ist, aber auch Ozeansgründe starr, trocken und nackt. Nicht jede Seele auf Erden wird sterben, wenn der Drachenschweif vorbeifegt. Nicht jedes Land auf der Erde wird versinken. Doch dieses wird sich wälzen in Gestank von verwesenden Leichen von Tier und Mensch. Von trockener Vegetation an Land. Aber das Land, das aufsteigt, das der See, wird trocken sein, sauber und mild und frei vom Schmutz der Menschen und darum die Quelle der neuen Menschendynastie. Und die, die leben, werden immer fürchten, den Drachenschweif für viele Jahre. Doch Zeit löscht die Erinnerung aus. Du glaubst es nicht, doch es wird so sein. Und bevor die Rasse neu erbaut ist, kommt eine Silberschlange zu Besuch und speit Menschen aus, die unbekannt sind. Und um zu mischen, was auf der Erde nicht wächst, diese Menschen sind kalt in Herzen und können erleuchten die Sinne der künftigen Menschen. Sie vermischen, und ihnen zu zeigen, wie sie leben und lieben, und die Kinder ausstatten mit der zweiten Sicht. Eine natürliche Sache, so dass sie sich zur Blüte entwickeln, bescheiden sind. Wenn das getan, das goldene Zeitalter wird neu beginnen. Doch der Drachenschweif ist ein Zeichen für Menschheitsfall und Sinken, und bevor diese Prophezeiung erfüllt ist, werde ich auf dem Scheiterhaufen brennen. Mein Körper umklammert, meine Seele wird frei. Du denkst, ich äußere Blasphemie, du irrst. Diese Dinge kamen zu mir. Diese Prophezeiung wird sich erfüllen. In einem zweiten Krug, den man gefunden hat, fand man die nun folgende kurze Prophetie. Die Zeichen werden für alle zu lesen sein. Wenn Menschen nur abscheuliche Dinge tun, der Mensch wird gute Leben ruinieren. Wenn er sie zum Weibe nimmt und Mord und schlechte, brutale Taten,
wenn die Menschen nur noch gierig sind. Und der Mensch wird gehen, als ob er schläft. Er sieht nicht auf, sieht andere nicht an. Und Eisenmänner schießen und Eisenkarren und Fuhrwerk auch. Die Könige geben falsche Versprechen und reden nur um des Redens willen. Und Länder entsetzliche Kriege planen, der noch nie zuvor gesehen wurden. Und Steuern steigen und das Leben sinkt. Und Nationen tragen ständiges Stirnrunzeln. Noch größeres Zeichen ist dort zu sehen, wenn Menschen das späte Jahrhundert naht. Drei schlafende Berge holen Luft und speien Schlamm und Eisen und Tod aus. Und Erdbeben schlucken Stadt und Land in Ländern, die mir noch unbekannt. Und Christ 1 bekämpft Christ 2. Und Nationen seufzen, tun noch nichts. Und gelbe Männer große Macht gewinnen. Vom mächtigen Bären, mit dem sie zusammen. Diese mächtigen Tyrannen werden scheitern. Scheitern zu spalten die Welt entzwei. Doch von ihrer ausgeheckten Brut kommt ein Fieber. Lassen viele tot. Und Wissenschaftler finden keine Arznei. Deswegen ist es noch schlimmer als Aussatz. Oh, viele Zeichen für die Sehenfolgenden. Die Wahrheit dieser wirklichen Prophezeiung. Ein schwerer Text, ein alter Text. Ein Text, der wirklich alles in sich trägt. Ein Text, der für mich auch gut in die heutige Zeit transportabel ist. Ein Text, der beinhaltet, was kommt und von dem wir Stück für Stück schon sehen können, dass es eingetroffen ist. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr seht, was schon da ist. Schreibt mir auch mal, wie ihr es findet, dass der englische Text hier im Hintergrund läuft. Das ist ein Feldversuch. Ich möchte es nicht versäumen, euch auf unseren zwei Kanälen hinzuweisen, die Akte. Dort wird Creepypasta und Verschwörungstheorien hochgeladen. Schaut da gerne mal vorbei, immer was Interessantes dabei. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche, ihr könnt die Sonne ein bisschen genießen. Freue mich darauf, eure Kommentare zu lesen. Kommentiert das Video, liked das Video, lasst gerne ein Abo da. Helft uns, ein bisschen größer zu werden. Helft uns, das weiter zu verbreiten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.